Sind Männer zu weich geworden? Funk hat mal wieder eine neue katastrophale Folge von Unbubble rausgehauen. Und zwar geht es hier um das Thema traditionelle versus moderne Männlichkeit. Also spätestens als Andrew Tate als einziges Vorbild für Männer heutzutage genannt wurde, war ich raus. Das war eine der traurigsten 13 Fragen, das ich je gesehen habe. Hört sich sehr vielversprechend an, also gehen wir da mal in die Analyse. Die Diskussion startet mit folgender Frage. Reicht es mit der kritischen Männlichkeit? Und schon im ersten Satz wird geframed, denn was ist kritische Männlichkeit? Ich dachte, das Thema ist traditionelle versus moderne Männlichkeit. Wie auch immer, die Moderatorin startet mit diesem Statement. Lange Zeit war sehr klar, was wir gesellschaftlich von Männern erwarten. Also vor allem Stärke, Dominanz und Herrschaft. Also eigentlich alle Eigenschaften, die das genaue Gegenteil von empfindsam sind. Bloß keine Gefühle zeigen, Boys don't cry halt. Also jetzt mal ganz ehrlich, eine ernst gemeinte Frage. Welcher Familienvater in der jetzigen Generation erzählt noch seinen Kindern, dass er nicht weinen soll? Das ist doch schon lange Geschichte, oder nicht? Außerdem bin ich der Meinung, man kann stark, dominant und ehrgeizig sein und ja trotzdem seine Gefühle zeigen. Ich meine jetzt mal im Ernst, ich sehe nur noch Männer, die rumjammern, weil ihre Situation so schwer ist. Das ist genauso wie mit der Body Positivity Bewegung, dass alle nur am Rumheulen sind, dass sie Gelenkschmerzen haben oder zu übergewichtig sind, um Fahrrad zu fahren, anstatt mal ihre Situation zu ändern. Wie auch immer, am Anfang der Folge sprechen sie über männliche Vorbilder und dann wird Folgendes gesagt. Stallone, Van Damme und was damals. Also diese große Bandbreite, die wir hatten an Vorbildern, die wir heutzutage nicht mehr haben. Warum sollen wir heutzutage keine männlichen Vorbilder haben? Ich meine, ihr habt doch euren toxischen Prinz Vegeta und Zorro im Hintergrund. Es gibt genügend Männer in den sozialen Medien und in prominenten Filmen und was alles. Ja, wer denn? Was Sag alles. Doch mal einen. Ich zeig dir gleich vier. Rock Lee aus Naruto, Prinz Vegeta aus Dragon Ball, Zorro aus One Piece oder Ash Ketchum. Ich meine, kommt schon, Leute, er hat fast alle Pokémon gefangen. Also das, was bis jetzt als Männlichkeit gesehen wurde, ist ja mittlerweile oder wird abgestempelt als toxische Männlichkeit. Den Punkt kann ich tatsächlich etwas nachvollziehen, denn heutzutage wird der Begriff toxische Männlichkeit inflationär im Internet benutzt. Ich habe sogar mal ein Video gesehen, wo Leute behauptet haben, dass ins Gym gehen toxisch wäre, was vollkommener Quatsch ist. Nur Fleisch macht Fleisch, also halt die Fresse. Was ich damit sagen will, heutzutage wird fast alles als toxisch abgestempelt. Dann kommt er aber mit einer Aussage, die ich so gar nicht verstehe. Schafft am Ende eine Gesellschaft, wo halt Männer nicht gebraucht werden? Was heißt an der Stelle nicht gebraucht werden? Fakt ist, Männer und Frauen brauchen sich gegenseitig, spätestens um eine Familie zu gründen, denn dafür braucht man beide Geschlechter. Ich verstehe in diesem Kontext also nicht dieses Gebrauchtwerden. Wenn du alleine leben willst, ja, dann brauchst du niemanden. Aber jetzt, Freunde, kam ein Ausschnitt, da hatte ich große Schmerzen. So ein Drecksgeschwätz! Das ist kein Drecksgeschwätz, das ist Drecksgeschwätz. Vorbild ist jemand, wo, in dem Fall wir bleiben bei Männern, wo eine Vielzahl von Männern durch die Präsenz dieser Person getriggert wird und sagt, das so möchte ich sein. Wir haben nur ein Vorbild, ihr kennt es alle, Andrew Tate. Dass Andrew Tate als einziges Vorbild gesehen wird, ist ja wohl vollkommener Quatsch. Ich meine, es gibt zahlreiche männliche Vorbilder aus anderen Bereichen wie Cristiano Ronaldo im Fußball, Mike Tyson im Boxen oder Arnold Schwarzenegger im Bodybuilding. Die gibt es ja auch alle noch. Wie auch immer, Andrew Tatens Hype ist ja eigentlich schon lange weg und ich denke, viele haben ihn damals sehr gefeiert, weil die sich vom Geld und den ganzen Frauen, die er in den Videos hatte, blenden lassen. Ich denke auch, er hat bewusst solche Videos gepostet, um junge Männer, die es vielleicht schwer haben, anzulocken, um dann sein Coaching zu verkaufen, was ja irgendwo ekelhaft ist, weil man nutzt dann diese schwierige Situation der Männer aus, um Profit daraus zu schlagen. Außerdem hat er sehr viele Takes rausgehauen und wenn jemand sagt, ich feiere ein paar Takes, muss man ja fragen, hey, welche feierst du von denen? Wenn er zum Beispiel sagt, hey, geh zum Sport, zieh durch, dann stimme ich dem natürlich zu, weil Sport sollte irgendwo jeder machen. Ich meine, es geht um eure Gesundheit. Wenn er aber sagt, Männer dürfen fremdgehen und Frauen nicht, ist das natürlich vollkommener Quatsch. Zum Thema männliche Vorbilder wird noch Folgendes gesagt. Wir haben auf der einen Seite Andrew Tate, ja, als Vorbild, was kein gutes Vorbild ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Softboy, der sich die Fingernägel lackiert.
Das war wirklich die unterhaltsamste Stelle. Sie haut einfach der Softboy, der sich die Fingernägel lackiert, raus, obwohl auf der anderen Seite genauso jemand steht, der sich dann umdreht. Und wo ist bitte die goldene Mitte? Ich finde, wir brauchen eine goldene Mitte und wir brauchen gute Rollenmodelle für auch kleine Buben. Wo kann ein Mann Erfahrung mit einem männlichen Vorbild machen? Wie vorhin erwähnt, gibt es natürlich noch diese Vorbilder. Ich meine, wir haben Cristiano Ronaldo beim Fußball und diesen einzigartigen Bre. Spaß beiseite, jetzt geht das Video so richtig los, denn jetzt schauen wir uns die kritischen Statements an. Aber ich glaube schon, dass eigentlich jede Frau einen starken Mann so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Frauen da draußen gibt, die sich einen starken Mann wünschen. Aber das trifft ja nicht auf alle zu. Das wäre ja so, als würde ich sagen, jeder Mann steht auf mehrgewichtige Frauen. Verzeihung, ich brauche Platz für meine fette Frau. Verzeihung, ich muss das Fass hier durchrollen. Einen Teilnehmer gab es jedoch in der Runde, den ich wirklich vernünftig fand, und zwar dieser hier. Ich will kein starker Mann, ich will ein guter Mensch sein. Und ich glaube, die Eigenschaften, die vorhin Spiros aufgezählt hat, Souveränität, Verantwortungsbewusstsein, sagen, was man denkt, tun, was man sagt, das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Das nennt man, sind einfach Charaktereigenschaften. Und das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich meine, wenn du ehrgeizig bist, dir was aufbauen willst und Sport treibst, dann ist das ja erstmal etwas Positives, denn du arbeitest an dir. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob du ein Mann, eine Frau oder auch ein Fuchs bist. Weil ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und wenn du jetzt ein Macher bist und auf allen Ebenen durchziehst, zum Beispiel mit dem Sport, ja, dann wünschst du dir wahrscheinlich auch eine Partnerin, die auch ehrgeizig ist und ihr Sport durchzieht oder ihre Ziele verfolgt. Von daher sind ja die Eigenschaften für beide Geschlechter gut. Jetzt wird nochmal über die Rolle des Mannes gesprochen und da wird Folgendes gesagt. Guten Morgen, so funktioniert die Welt und das ist die Last, mit Druck? Die Bürde, die du als Mann auferlegt bekommen hast, ab dem Zeitpunkt, wo du auf die Welt kommst. Und hier frage ich mich, wer sagt das? Ich meine, jeder kann ja für sich selber entscheiden, was seine Ziele sind. Und sowohl Männer als auch Frauen müssen ja in der heutigen Zeit zusehen, wo sie bleiben und arbeiten gehen. Das ist deine Bürde. Dein Wert definiert sich durch die Leistung, die du im Leben erbringst. Und ja, dazu gehört auch eine Last. Dein Wert als Mann ist also die Leistung, die du erbringst. Jetzt ist hier aber die Frage, was ist mit Leistung gemeint? Dass du sportlich bist oder dass du besonders viel Geld verdienst? Ich sehe das Ganze etwas anders. Natürlich ist es toll, wenn du ein Business aufziehst und viel Geld verdienst oder Sport betreibst und endlich Ergebnisse siehst. Aber das ist nicht das Ziel von jedem. Ich denke, jeder hat andere Ziele im Leben. Nicht jeder will reich sein und nicht jeder will sportlich aussehen. Von daher soll man einfach das tun, was einen glücklich macht. Jetzt, meine Freunde, kommen wir aber zu der wildesten Stelle im Video, wo eine absurde Theorie aufgestellt wird. Diese radikalisierten Männer, die dann am Ende Gewaltverbrechen begehen und dann auch sagen, hier Frauen, ne, die sind es, weil sie genau auf diese Narrative reinfallen von, ja, du musst weich sein, du musst so sein, dann werden sie verarscht, also verarscht von den Frauen. Also Männer werden zu radikalen Frauenhassern, weil sie auf die Narrative der Frauen reingefallen sind. Und merken dann, Moment mal, wie sie es schon gesagt hat, ne, die Frau schläft dann mit den anderen Typen, die ja diese traditionellen Männer sind. Hä? Ich fühle mich gerade verarscht. Und ich werde ausgeschlossen, zum Beispiel aus dem Datingleben. Und deswegen entwickeln die dann Hass, was natürlich nicht richtig ist. Woher weißt du, Goofy, das denn? Okay, also natürlich denke ich, dass die meisten Frauen auf große, erfolgreiche und sportliche Männer stehen. Das sind natürlich alles Pluspunkte. Trotzdem gibt es doch bestimmt da draußen Frauen, die auf Softboys stehen, die sich die Nägel lackieren. Und dass diese Softboys zu radikalen Frauenhassern werden, weil sie zu viele Körbe kassieren, das glaube ich jetzt nicht. Also die Theorie ist vollkommener Quatsch, meiner Meinung nach. Wie bei jeder Folge von Unbubble 13 Fragen kommt am Ende der Kompromissvorschlag. Und hier denke ich mir, warum Kompromissvorschlag? Ich meine, wenn du traditionell sein willst, sei traditionell. Wenn du ein Softboy sein willst, dann sei ein Softboy. Wir wollen nicht dahin, wo die Welt vor 200 oder 300 Jahren waren. Wir freuen uns über eine buntere, vielfältigere, ausgeglichenere Gesellschaft. Haben aber auch den Eindruck, dass sozusagen der Feminismus überhaupt die ganze Wokeness-Bewegung auf eine Art überzogen hat, teilweise selbst autoritär agiert hat, dadurch Männer oder Konservative eher so ein bisschen in die Flucht geschlagen oder vor den Kopf gestoßen hat, und würden uns natürlich wünschen, wenn von der Seite, die natürlich immer Offenheit, Diversität, Toleranz gepredigt wird, auch gegenüber anderen Positionen, eine größere Offenheit
da wäre. Und hier denke ich mir, wieso geht der Softboy jetzt einen Schritt nach hinten? Ich meine, der Typ sagte nichts anderes, als wenn beide Positionen aufeinander zugehen sollten und tolerant sein sollen. Nicht jeder traditionelle oder konservative Mann ist gleich intolerant oder ein Andrew Tartan-Fan. I find myself super funny. Seine Begründung ist diese. Die Leute, die so für Toleranz sind, die sind so intolerant. Ja, ich habe null Toleranz mit Intoleranz. Ja gut, wenn man sich so stur stellt und alle traditionellen Männer in eine Schublade steckt, dann ist es klar, dass hier kein Kompromiss entstehen kann. Hören wir uns doch den Kompromiss der Gegenseite an. Ja, das war eher ein Witz, aber so witzig ist das gar nicht, wenn man wirklich es nicht schafft, einfach mal zu sagen, ja, Andrew Tate hat zu aufgerufen und dagegen bin ich. Es ist nicht passiert. Deswegen wäre mein Vorschlag, Frauen sind auch Menschen. Der Kompromissvorschlag ist, Frauen sind auch Menschen. Frauen sind auch Menschen. Da ist Monte aber anderer Meinung. Frauen sind wie Hunde. Spaß beiseite, Freunde, bitte cancelt mich jetzt nicht. Am Ende kann ich nur sagen, sei einfach so, wie du sein möchtest. Willst du so aussehen wie dein Lieblings-Anime-Charakter? Dann geh ins Gym und bau dir den Körper auf. Willst du reich sein, dann versuch dir ein Business aufzubauen. Und wenn du gerne der Softboy sein willst, der sich die Fingernägel lackiert, dann mach das, auch wenn du wahrscheinlich bei Frauen weniger gut ankommst. Und schaust du gerne meine Videos und willst nichts verpassen, dann lass doch gerne ein Abo da. Was ich damit sagen will, mach dir keinen Stress, zieh dein Ding durch, egal ob du ein Mann, eine Frau oder ein Fuchs bist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das ist ganz wichtig, um den Algo zu kitzeln. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu der Folge denkt. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, denn hier ist euer Abo besser angelegt als in eure GEZ-Gebühren. Danke fürs Zuschauen.